Wir sind Markus und Julia und vor rund 1,5 Jahren haben wir unser Leben in der Großstadt gegen ein Leben auf dem Meer getauscht und sind auf ein Segelboot gezogen, mit dem wir nun die Weltmeere unsicher machen. Gibt's gerade einen schöneres Willkommen? Ah, wie schön! Das Leben an Bord bringt so einige Herausforderungen mit sich. Eine davon ist die Stromversorgung, wenn man Wochen, ja manchmal gar Monate lang fernab der Zivilisation unterwegs sein möchte. Für uns dauerte es ein wenig, bis wir mit dem Thema Bordelektrik so wirklich warm wurden. In unseren vormaligen Bürojobs hatten wir mit Elektrik auch wirklich gar nichts am Hut. Und sagen wir mal so, es gab einiges zu lernen. Nein, du bist da ganz hinter die Kabeln, da wirst du so einen Vierer kriegen. Problem, it's a fuse broken. Das wissen wir. Was ist unser Problem? Was auch nicht gerade half, war, dass unsere Bordelektrik ein ganz schönes Chaos war. Nach dem ersten Jahr unserer Reise entschieden wir dann, einige größere Änderungen vorzunehmen. Wir installierten zusätzliche Solarpaneele und neue Laderegler, beseitigten endlich das Kabelchaos und machten quasi alle Anschlüsse neu. Und schließlich tauschten wir unsere AGM-Batteriebank gegen Lithium. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, hatten wir damit einige Wochen ganz schön zu tun. In diesem Video wollen wir euch nun endlich einen Überblick über unser neues Stromsetup geben und euch so vielleicht ein wenig Inspiration geben zur Vorbereitung eures eigenen Abenteuers. Wir haben ganz schön was vor mit euch in diesem Video. Die Bordelektrik ist nämlich ein recht komplexes Thema und ja, wir haben sehr viel Elektrik auf diesem Schiff. Wir können uns aber auch noch sehr genau daran erinnern, wie es uns dabei gegangen ist, Videos über Elektroinstallationen auf Yachten anzuschauen, noch bevor wir die ganzen Erfahrungen und das Wissen der letzten Monate hatten. Und das kann schon recht viel auf einmal werden. Wir werden uns also bemühen, das Ganze so kurz und knackig wie möglich zu halten. Wir wollen euch aber trotzdem einen sehr kompletten Eindruck unserer Elektroinstallationen vermitteln. Aber ich glaube, bevor ich jetzt noch länger herumfasel, fangen wir gleich an und werfen einen Blick auf das Herz unserer Elektroinstallationen. Und das ist mit Sicherheit unsere neue Batteriebank und die wohnt unter unserer Matratze. Wir haben hier 6x 100 Amperestunden Lithium-Eisenphosphat-Batterien von Transporter Energy und die haben unsere alte AGM-Batteriebank mit 840 Amperestunden ersetzt. Wenn du dich jetzt noch nie mit Batterien oder Batterietypen auseinandergesetzt hast, wirst du dir vielleicht denken, warum tauscht man 840 Amperestunden gegen 600 Amperestunden? Aber das ist eigentlich schon der größte Vorteil der Lithium-Batterien. Nämlich die Tatsache, dass man bei Lithium-Batterien auch wirklich die ganze Kapazität nutzen kann. Also bei unseren alten AGM-Batterien haben wir wirklich immer maximal 40-45% der Batterien genutzt. Und hätten wir sie wirklich tiefer entladen, dann hätte die Batterie dauerhaft Schaden genommen. Jetzt muss man sich vor Augen führen, wie groß und schwer diese Batterien waren im Vergleich zu den neuen Batterien. Und die Tatsache, dass wir die Hälfte davon eigentlich nur spazieren geführt haben, da frage ich mich schon, warum wir eigentlich nicht gleich Lithium-Batterien eingebaut haben. Aber natürlich, im ersten Augenblick sind die Lithium-Batterien teurer und man ist sich vielleicht dessen nicht bewusst, was für einen großen Unterschied es in der Lebensqualität an Bord ausmacht, welche Batterietype man eingebaut hat. Wir haben es uns auch überhaupt nicht vorstellen können und ich muss sagen, ich glaube, man muss es einfach selbst erlebt haben, weil wir sind ganz schön begeistert davon. Eingebaut ist die Batteriebank, wie gesagt, unter unserer Matratze, kennt das sicher, mit einem großen Holzbalken drüber. Also die könnten sich wirklich keinen Millimeter bewegen, selbst wenn wir starke Krängung haben oder uns im Worst Case sogar überschlagen oder durchkentern würden. Und wir haben uns dazu entschieden, sie in 2 und 2 jeweils zu paaren, zusammenzuschließen parallel und von dort gehen sie auf eine kleine Bassbar.
Und von dort dann zu unseren großen Sammelschienen, wo dann auch unsere Verbraucher angeschlossen sind. Hier herunten haben wir nicht nur unseren großen Inverter, dazu gleich später mehr, sondern wir haben hier auch unsere zwei großen neuen Sammelschienen, wenn man so will, die Hauptstromknotenpunkte im Schiff. Da wird der Strom quasi verteilt, hier ist alles angeschlossen, was in die Batterie hineingeht oder was Strom aus der Batterie entnimmt. Und das bringt uns gleich auch zur nächsten großen Frage, nämlich wie viel Strom brauchen wir eigentlich an Bord? Es gibt viele Dinge, die an Bord Strom ziehen. Zum Beispiel der Kühlschrank rund 4 Ampere, die Gefriertruhe auch rund 4 Ampere, die Wasserpumpe 3 Ampere, die WC-Spülung 15 Ampere, die Laptops rund 2 Ampere, Kameraequipment, Ventilatoren, Lichter, alles zieht Strom. Und wenn wir unterwegs sind, kommt auch noch die Navigation und der Autopilot dazu, beziehungsweise die Ankerwinch, wenn wir dann mal ankommen. Also im Durchschnitt brauchen wir so circa 300 Amperestunden von unserer Batteriekapazität am Tag. Da ist mit eingerechnet eben der Kühlschrank, Tiefkühler, also einfach alles vom täglichen Leben, inklusive Kochen, das was wir jetzt auch mit Induktion machen. Das unterscheidet sich auch nicht wirklich, ob wir jetzt unterwegs sind, also ob wir jetzt segeln oder am Ankerplatz sein, weil das gleicht sich dann irgendwie aus. Unterwegs brauchen wir dann zum Beispiel einen Autopilot, der braucht zwischen 4 und 6 Ampere in der Stunde. Dafür brauchen wir viele andere Dinge nicht, wie zum Beispiel, wir werden da keine Handys laden oder sehr selten, die Laptops laden wir nicht zum Beispiel. Also es gleicht sich alles irgendwie wieder aus. Das Ganze bedienen wir hier, also wir haben da ein Schaltpanel, das ist einmal für das 12-Volt-System. Und da haben wir ein Wechselstrom-Schaltpanel, da bedienen wir den Boiler, die 40 Ampere Charger und die Steckdosen. Und hinten haben wir dann noch ein anderes Wechselstrom-Panel, wo wir nur die Klimaanlage, den Wassermacher und die Waschmaschine bedienen können und ein weiteres Ladegerät. Also noch vor einem Jahr hätte ich mir jetzt gedacht, bitte, was zur Hölle ist Wechselstrom? Aber wie wir gelernt haben, ist der Strom, den wir aus der Batterie bekommen, nicht derselbe Strom, den wir an Land gewohnt sind. Der Strom aus der Batterie ist nämlich 12 Volt Gleichstrom und in Europa, im Landnetz, haben wir normalerweise 220 Volt Wechselstrom. Das heißt vor allem eine viel höhere Spannung. Wir brauchen diese höhere Spannung aber für einige Geräte an Bord, zum Beispiel die Mikrowelle, Induktionskochplatte, die Waschmaschine, die Klimaanlage, auch unser Wassermacher ist ein 220 Volt Gerät oder grundsätzlich für alles, was wir in den normalen Steckdosen stecken. Und damit wir diese höhere Spannung an Bord auch haben können, haben wir einen Inverter. Das ist ein 3 Kilowatt Inverter von Victron und der verwandelt uns eben den 12 Volt Gleichstrom aus der Batterie in 220 Volt Wechselstrom, sodass wir eben auch diese leistungsstärkeren Geräte, die mehr Spannung brauchen, auch über unsere Batterien bedienen können. Ist übrigens auch schon unser dritter Inverter an Bord dieses Schiffes. Wir haben am Anfang geglaubt, da lässt sich vielleicht Geld sparen, aber wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein wirklich guter Inverter mit der wichtigste Baustein in der Bordelektrik ist. Der Inverter ist allerdings nicht die einzige 220 Volt Wechselstromquelle an Bord. Wenn unsere Batteriekapazität nicht ausreicht, weil es etwa ein besonders bewölkter Tag ist und unsere Solaranlage nicht gut produziert, können wir unsere 220 Volt Verbraucher auch über unseren eingebauten 4 Kilowatt Dieselgenerator betreiben. Und natürlich haben wir auch einen Anschluss für Landstrom. Wenn wir also in einer Marina liegen, können wir einfach den Stecker anstecken und werden so vom Landnetz versorgt. So, und jetzt wird es noch einmal ein bisschen kompliziert. Was nämlich auf keinen Fall passieren darf, ist, dass unterschiedliche Wechselstromquellen versuchen, das System gleichzeitig zu speisen. Es darf also zum Beispiel nie vorkommen, dass der Inverter und der Generator gleichzeitig laufen oder der Generator und der Landstrom oder der Landstrom und der Inverter, ihr wisst, was ich meine. Und um das sicherzustellen, braucht man einen Umschalter. Wir haben eine automatische Umschaltbox, die also automatisch zwischen den drei Quellen hin und her schaltet und das so schnell, dass die meisten Verbraucher das gar nicht mitbekommen und problemlos weiterlaufen können. Und welche Quelle, Wechselstromquelle gerade aktiv ist, sehen wir dann auf unserer Fernbedienung. Und das Gerät gibt auch dem Landstrom erste Priorität, dem Generator zweite
Priorität und dem Inverter dritte Priorität. Also jetzt läuft gerade der Inverter. Wenn wir jetzt unseren Generator anschalten würden, dann würde der quasi übernehmen und der Inverter wäre auf Standby. Also, wir haben über unseren Stromspeicher, also über unsere Batterien gesprochen. Wir haben über unsere Verbraucher gesprochen. Schauen wir uns doch als nächstes an, wie wir den Strom überhaupt erzeugen, den wir verbrauchen. Um wirklich autark an Bord leben zu können, müssen wir den Strom, den wir verbrauchen, aber auch erzeugen können. Dazu hat man auf einem Segelboot unterschiedliche Möglichkeiten mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Da wir uns auf unserer Route über die Weltmeere hauptsächlich in den Tropen bewegen, setzen wir bei der Stromerzeugung in erster Linie auf Sonnenenergie. Wir haben insgesamt 5 Möglichkeiten, wie wir unsere Batterien laden können. Wir können die Batterie mit der Solarpaneele laden, wir können es mit dem Windgenerator laden, wir können es mit Dieselgenerator laden oder mit der Lichtmaschine oder wenn wir in der Marina sind, dann können wir es mit dem Landstrom laden. Unser Lieblingsstromerzeuger ist eindeutig die Solarpaneele. Die Solarpaneele arbeiten ruhig, sie sind extrem leistungsstark und komplett wartungsfrei. Wir haben insgesamt 4 Paneele. Wir haben in Europa mit 2 Paneelen gestartet und haben das jetzt erweitert um 2, also auf 4. Wir haben die Paneele von Solara. Wir haben sie da für die Vision Edition entschieden, weil diese extrem robust ist. Sie haben extra gehärtetes Glas drüber. Das hat sehr viele Vorteile bei Unwettern, also wenn wir in Hagel kommen oder wir haben jetzt auch öfter schon mal Sandstürme gehabt und die UV-Belastung hier in der Karibik und später im Pazifik ist natürlich auch nicht zum Unterschätzen. Wir haben insgesamt 640 Watt. Der eine oder andere wird sich vielleicht denken, dass das jetzt ein bisschen wenig ist. Der Vorteil von diesen Paneelen ist aber, dass sie Polyzellen haben und das bedeutet, ein Paneel hat insgesamt 32 einzelne Paneele. Das bedeutet beim Segeln, wenn teilweise das Paneel abgedeckt wird, dann ist es nicht so, dass das ganze Paneel die Arbeit einstellt, sondern nur diese Teile, die was abgedeckt sind. Wir haben diese Paneele immer 2 und 2 geschaltet, also separat mit einem eigenen Laderegler von Victron. Das ist einfach zur Absicherung, falls zum Beispiel mal Paneel ausfallen würde oder ein Laderegler kaputt gehen würde, dann können wir trotzdem nur mit 50% der Kapazität weiterfahren. Wir sind ja meistens offshore und da ist das ganz wichtig. Und dann haben wir noch unseren Windgenerator, unseren Superwind 350. Der arbeitet da wirklich sehr leise. Beim Windgenerator ist es so, dass er eine gewisse Windstärke braucht, um wirklich gut zu produzieren. Bei 15 Knoten produziert er circa so 4 bis 5 Ampere. Bei 20 Knoten produziert er aber schon 15 Ampere. Also das steigt dann wirklich exponentiell schnell. Am Atlantik hat uns das enorm geholfen, wo wir in der zweiten Woche dann einen wirklich starken Wind gekriegt haben, bis zu 35 Knoten. Da wollte natürlich der Autopilot da dementsprechend mehr Power haben und das hat der Superwind wirklich extrem gut ausgeglichen. Und dann haben wir noch unseren Dieselgenerator, da haben wir einen Paguro 4000. Mit diesem Dieselgenerator können wir auch die Batterien laden, besser gesagt mit den Ladegeräten, die was wir dazu haben. Da haben wir 60 Ampere Ladegerät und ein 40 Ampere Ladegerät dazu. Das funktioniert sowohl für den Dieselgenerator und natürlich auch für den Landstrom. In der Regel schaut es aber so aus, seit wir die neuen Batterien haben und das Solar, brauchen wir eigentlich diese Art der Ladung fast nicht mehr, also da muss wirklich schon mal 3 oder 4 Tage regnen, damit wir da auf den Dieselgenerator dann zurückgreifen zum Batterieladen. Ja. Zur absoluten Not hätten wir dann noch die Lichtmaschine, dass wir die Batterie laden können, aber das ist halt dann wirklich, sage ich mal, das Letzte mit dem, was wir machen würden, weil die Lichtmaschine wird über den Motor betrieben und da wäre einfach der Dieselverbrauch viel zu hoch. Der Dieselgenerator braucht zwischen 0,3 und 1 Liter Diesel und unser Motor deutlich mehr. Also ich glaube, unter 2 Liter können wir den gar nicht irgendwie bedienen in der Drehzahl, dass das auch Strom produzieren kann. Eine Sache haben wir bisher noch nicht angesprochen und das ist, dass wir zusätzlich zu unserer Lithium-Batteriebank noch eine extra Starterbatterie für den Motor haben und eine Batterie für unser Bugstrahlruder. Die Starter- und die Bugstrahlruderbatterie haben wir nicht ausgetauscht, das sind nach wie vor normale Bleisäurebatterien. Da aber die Ladekurve von Lithiumbatterien und Bleisäurebatterien ein bisschen unterschiedlich ist, haben wir jetzt extra für diese 2 verbleibenden
Bleisäurebatterien einen eigenen kleinen 15 Ampere Laderegler eingebaut, damit wir die zwei Batterien eben auch nach wie vor über den Landstrom oder den Generator aufladen können. Wir brauchen die Starterbatterie und die Bugstrahlruderbatterie jetzt nicht so oft. Die Starterbatterie wird zusätzlich natürlich über die Lichtmaschine geladen. Was aber ein Problem ist, ist, dass Bleisäurebatterien über Zeit sehr viel Spannung verlieren können. Und wenn wir jetzt sehr lange vor Anker liegen, kann es passieren, dass die tatsächlich tiefenentladen werden, wenn man nie dran denkt, sie irgendwann dazwischen mal aufzuladen. Und damit uns das nicht passiert, haben wir vorne am Bug ein ganz kleines Solarpanel noch zusätzlich. Und das ist der kleine Solarladeregler dafür. Und der bringt quasi ständig ein bisschen einen Top-Up-Strom, damit die zwei Batterien nie ganz leer werden können. Und jetzt wirklich zu guter Letzt haben wir hier oben noch unsere Schanz von unserem Seamarine Batteriemonitor. Der zeigt uns dann im Display in der Navigationsecke immer die aktuelle Batteriekapazität und die aktuelle Spannung. Er zeigt uns, was gerade in die Batterie rein und raus geht. Und zeigt uns dann auch die Spannung und den Ladezustand von der Starterbatterie, von der Bugstrahlruderbatterie. Er zeigt uns die Tanks und ja, hat sogar noch einen eingebauten Barographen. Puh, ganz schön viel Info auf einmal. Ich weiß. Also an diejenigen von euch, die mit Bord Electric bisher eher wenig Berührungspunkte hatten und immer noch dabei sind, muss ich sagen, beide Daumen hoch, weil das auf jeden Fall dreimal so lang, wie wir durchgehalten hätten am Anfang der Vorbereitungen auf diese Reise. Wir hatten mit dem Thema Bord Electric nichts am Hut, wir hatten null Vorwissen. Aber vielleicht ist es auch so ein kleiner Ansporn, dieses Video, dass es möglich ist, sich da einzuarbeiten und dass es sogar richtig viel Spaß macht, wenn einem mal das Licht aufgeht. Ich muss sagen, das Licht hat auf diesem Schiff ein bisschen auf sich warten lassen, weil wir haben halt auch wirklich brutal viel Elektrik und Elektronik da drauf und es war am Anfang ein brutales Chaos. Aber für uns ist Elektrik halt gleich mit Wohnkomfort und wir wollten jetzt auch auf keinen Fall beginnen, irgendwas rückzubauen, weil das ist unser Lebensraum und wir wollen hier auf gewisse Dinge einfach nicht verzichten. Genau. Also wenn wir jetzt einmal so zurückschauen, dann haben wir eigentlich immer den gleichen Fehler gemacht bei der Elektrik, nämlich genau den. Immer wenn wir sparen wollten, dann ist ein Blödsinn rausgekommen. Wir haben sie super Solarpaneele gekauft. Die sind super, also die funktionieren, die haben wir auch verdoppelt, aber wenn man sich zum Beispiel die Inverter anschaut, da haben wir immer geglaubt, naja, ein Inverter, der bringt halt die 2500 Watt oder 3000 Watt. Ja, aber fürs Boot braucht man halt dann wirklich spezielle zum Beispiel. Also man muss halt da wirklich auf die Qualität schauen. Also Batterien auch ein Beispiel, genau. Also jetzt haben wir halt, also wir hätten, wenn wir uns von Anfang an beschäftigt hätten mit der Materie, hätten wir uns die AGM-Batterien wahrscheinlich nicht einbaut. Ja. Gut, haben wir nicht damit gerechnet, dass die nach einem Jahr gar sind. Genau. Man darf einfach nicht die salzige Luft, die feuchte Luft, die Hitze, das darf man nicht einfach unterschätzen. Dasselbe gilt auch für den ganzen Kleinkram, den man nie sieht und nie sehen wird oder sehr glücklich ist, wenn man nicht sehen muss. Die Kabel, die ganzen Verbindungen, das korrodiert einfach, wenn das kein gescheites Material ist. Und man kann sehr viel Geld sparen, wenn man diese Umbauten noch in Europa macht und jetzt nicht in der Karibik wie wir. Was wir teilweise für Kabel bezahlt haben, ist unheimlich. Aber auch das wäre einfach an der falschen Stelle gespart, weil wenn da irgendwo Korrosion anfängt, man braucht so lang, bis man das wieder findet und das dann umzubauen, ist wieder so eine Tortur. Und also da besser einfach auf Qualität setzen und auch vielleicht ein bisschen auf Redundanz, das ist uns in unserem System auch sehr, sehr wichtig. Genau. Also gerade wenn man so wie wir auf Langfahrt ist, dann kann es einfach einmal sein, dass irgendein Gerät ausfällt, sei es, weil es eine Sicherung kaputt ist oder warum auch immer. Es kann einfach einmal ein Ausfall sein, beispielsweise der Autopilot oder ein Laderegler funktioniert nicht mehr, so wie bei uns in Quarantäne. Dann ist es einfach wichtig, dass man ein zweites System hat und dass man trotzdem dann seine Batterien beispielsweise laden kann.
oder seine Fahrt mit Autopilot weiterfahren kann und nicht also, ansteuern muss, tagelang. Genau, in unseren Elektroinstallationen heißt Redundanz für uns zum Beispiel, dass wir eben nicht nur einen Laderegler für die Solarpaneele haben, sondern dass wir eben zwei Laderegler haben, die getrennt voneinander funktionieren. Oder auch für unsere Laderegler für die Batteriebank, dass wir nicht nur einen großen 100 Ampere Laderegler haben, sondern wir haben halt einmal 40, einmal 60 Ampere. Dass, falls einer kaputt ist, haben wir immer noch den anderen. Oder es gibt zum Beispiel auch so Kombigeräte, Inverter, Charger in einem. Die sind vielleicht platzsparend und so, aber wenn dir halt mal das Teil kaputt wird, dann hast du weder Laderegler noch Inverter. Also das sind die Dinge, auf die wir einfach Acht geben. Und ja, es ist für uns einfach, gibt uns mehr Sicherheit, wenn wir unterwegs sind. Immer einen Plan B und am besten noch einen Plan C, D, E. An Bord weiß man nie. Genau. Ja, und es ist für uns auch, das muss ich auch unbedingt sagen, also wir haben diese ganzen Elektroinstallationen natürlich nicht selbst vorgenommen, weil es uns ganz, ganz wichtig war, das jetzt gemeinsam mit einem Profi zu machen, uns wirklich viel Zeit zu nehmen, dass das wirklich ohne Kompromisse perfekt aufgesetzt wird. Und das war für uns lange, war Zeit einfach der Faktor, der uns daran gehindert hat, das so zu machen, weil es bedarf dann eben auch dem wirklich nach den Fehlern suchen und die ausmerzen und das Boot war wirklich wochenlang nicht bewohnbar. Also das wäre mittendrin in unserer Reise einfach nicht gegangen. Wir hätten uns niemals zugetraut, das irgendwann alleine zu machen und ich muss auch sagen, ich würde es jedem empfehlen, sich wirklich einen Fachmann zu suchen, ja. Weil ich glaube, 12 Volt wird von vielen einfach oft mal unterschätzt, weil man denkt sich, ah, es ist so eine niedrige Spannung, da kann eh nichts passieren. Aber ich muss sagen, wir sind auch auf unserem Boot auf ein paar sehr, sehr heftige Schwachstellen eigentlich draufgekommen, die wir nie gesehen haben. Einfach viel zu unterdimensioniertes Kabel, falsch dimensionierte Sicherungen. Oder es gibt zum Beispiel Sicherungen, die halten einfach, da steht zwar 300 Ampere drauf, aber es ist einfach eine Sicherung, wenn da wirklich 300 Ampere durchfahren, dann schmilzt die trotzdem, weil die einfach nicht massiv genug ist. Da sind wir wieder beim Thema Qualität. Also es gibt einfach so viele Dinge, da muss man auch ein bisschen Respekt vor dem Handwerk haben, glaube ich. Genau. Ja. Aber man kann das alles schnell lernen. Also wenn man den Handwerker dann auf die Finger schaut, dann versteht man auch ziemlich schnell, wie es funktioniert. Man sieht ja, die Julia hat den Plan zeichnet. Und das nach einem Jahr, die kann jetzt die Gesellenprüfung machen. Das ist ein Blödsinn. Na, also es gibt einem, also nur weil man sagt, man soll sich an einen Profi wenden, heißt das nicht, dass man dem nicht jeden einzelnen Handgriff mitverfolgt, weil es gibt so viel Sicherheit jetzt zu wissen, wo was ist im Schiff und wie das alles verbunden ist und einfach zum ersten Mal zu verstehen, wie es funktioniert. Wir haben jetzt auch alles ganz rigoros durchbeschriftet und jetzt ist es halt so, wenn ein Problem auftritt, fühlen wir uns selbstbewusst genug zu wissen, da müssen wir anfangen, das müssen wir machen, so ist das Problem behoben. Und das ist für uns halt einfach ein tolles Gefühl für den Rest der Reise. Das ist einfach ja, sehr, sehr wichtig. Genau. Ich würde sagen, eigentlich ist... Magst du noch was hinzufügen? Nein, wir müssen jetzt weiter tun, weil das Video muss morgen oben sein. Ja. Hinzufügen möchte ich noch eines, und zwar, wir werden ein Q&A zu den Batterien und zu dem Einbau der Lithiumbatterien und Integration der Lithiumbatterien in unser System machen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen speziell zu den Batterien habt, dann postet sie uns unten in die Kommentare. Natürlich gerne auch jeglichen anderen Infos, Anregungen, Feedback zu dem Video einfach in die Kommentare posten. Wir freuen uns wahnsinnig auf euer Feedback und jetzt werden wir das Video hochladen gehen. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Näher. Okay. Dann mache ich es jetzt. Unser Lieblingsstromgenerator ist eindeutig die Solarpaneele. Nein, nur mal. Unsere Lieblingsstromerzeuger sind eindeutig unsere... Jetzt kommt der scheiß Wind, Alter. Unsere Lieblingsstromerzeuger sind eindeutig... Ja.
Unser Lieblingsstromerzeuger ist eindeutig die Solarpaneele. Die Solarpaneele. Okay, einen Versuch habe ich noch. Ich habe da versprochen.